So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich begrüße dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast deinen Freitag gut rumgebracht und jetzt kann das Wochenende ja starten. Jetzt geht's dann los. Na, schön. Hoch die Hände, Wochenende. Und ja, wenn du noch nie eingeschaltet hast und dich jetzt fragst, was ist das jetzt hier? Ja, ich bin Dr. Love, der King of Quickie und wie ich sonst noch heiße. Und wir schauen jetzt hier mal im Tagesorakel rein. Was gibt es denn da so ein bisschen für den Samstag? Na, wir schauen immer am Tag vorher. Was erwartet uns denn am nächsten Tag so ein bisschen? Und orakeln da mal so ein bisschen rein und rum und schauen mal, was die Energien so hergeben. Na, und dann schauen wir immer. Entschuldigung, jetzt habe ich Schluck auf. Erstmal allgemein in die Karten rein. Welche Energien gibt es denn da so? Was gibt es zu beachten? Worauf können wir uns freuen? Welche Energien können wir nutzen? Dann schauen wir natürlich mal rein. Bei der Liebe ist ja mein Spezialgebiet. Dann gucken wir natürlich auch nochmal bei Geld und Finanzen. Wohin mit unserem ganzen Geld? Dann bitten wir noch um eine Botschaft aus der geistigen Welt für den schönen Samstag und ziehen dann eine Karte aus dem schönen Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Kartendeck. Schauen wir dann am Schluss mal rein. Ich nehme heute mal wieder die schönen Golden Magic Lenormand Karten für das Orakel heute. Orakel, Orakel, Orakel. Und ich mische mal. Wir wollen mal gucken, was gibt es denn allgemein so ein bisschen für Energien an dem schönen Samstag. So. Also ich kann euch jetzt schon sagen, was nicht schön ist. Ja, das Wetter. Aber gut, das gehört dann halt dazu, ne? So, dann haben wir da schon mal drei Karten. Macht ja nichts. So, also, da haben wir jetzt die Liebe, die Schlange und die Störche. Ja, was heißt denn das jetzt? Also die Liebe erstmal ganz klar, selbsterklärend. Hier geht es natürlich um die Liebe, um das, was du liebst, das, was du gerne tust. Auch wenn es mal ein bisschen ein längerer Weg wird. Na, also am Samstag so ein bisschen die Schlange mit drin für den langen Weg. Für ein bisschen Komplikationen. Aber wenn man etwas tut, was man liebt, ja, egal was es jetzt ist, jetzt nicht nur partnerschaftlich, sondern auch vielleicht Hobby, beruflich, deine Leidenschaft, deine Passion, wenn du da einen Weg hast, ja, dann kann der durchaus schon auch mal lang sein. Ich habe hier zwei lange Karten. Also erstmal die Schlange für den langen Weg, die Störche auch eine Reise, ein langer Weg. Aber die Störche natürlich auch der Umbruch, die Wandlung, die Leichtigkeit. Also nicht den Mut verlieren, wenn du aktuell dabei bist, deiner Leidenschaft, deiner Liebe, deiner Passion nachzugehen oder etwas in deinem Leben anders machst, das dir gut tut, dann geh auf jeden Fall den Weg weiter, denn er wird sich lohnen, weil die Störche, die stehen ja am Ende dieses langen Weges auch für eine gewisse Leichtigkeit. Na? Also hier, wenn du Dinge tust, die du liebst oder angefangen hast, in deinem Leben etwas zu verändern, dann bleib da unbedingt dran, auch wenn es mal so ein bisschen schwierig wird, wenn es mal ein bisschen komplizierter wird. Der Weg wird sich auf jeden Fall lohnen für dich, denn hier am Ende die Störche. Ja, ich mag die Karte sehr gern. Wir haben immer so was Leichtes für mich. Da passiert was Neues, da ändern sich Dinge, da geht es hin zu einer gewissen Leichtigkeit. Deswegen, ja, auch morgen, ja, wenn du mal am Samstag das Gefühl hast, oh, pff, soll ich das nochmal irgendwie jetzt schaffen, mach einfach weiter. Nicht aufgeben, ein Schrittchen nach dem anderen machen, dann kommst du besser ans Ziel, wie wenn du gleich den ersten Schritt so groß machen möchtest, dass du denkst, ja, ich komme mit einem Schritt dahin, wo ich will. Das geht meistens in die Hode, in die Hode. Entschuldigung, in die Hose. In die Hose geht das. So, wir schauen mal weiter. Bei der Liebe ist ja mein Spezialgebiet. Dr. Love ist am Mischen und wir wollen mal schauen, welche Energien wir für die Liebe bekommen an dem schönen Samstag. So. Was haben wir denn da? Was kommt denn da? Was passiert denn da? Na, haben wir da wohl eine etwas schwere Energie bei der Liebe? Was ist hier los? Das sind viel zu viele Karten. Wir machen ja ein Quickie. Na, die will auch nicht.
Na, da haben wir aber eine zähe Energie hier am Samstag. Jetzt schauen wir mal, was wir da bekommen haben. Okay, oh, jetzt schaut euch mal an. Ja, wenn es jetzt A um den Wunschpartner geht, der Reiter und das Schiff. Also da geht es natürlich darum, positiver Aufbruch, ein positiver Ausgang. Da geht es darum, dass positive Dinge passieren. Schöne Karte der Reiter auf jeden Fall. Dann das Schiff, auch eine Karte für die Träume, für die Sehnsüchte, für die Ziele, für eine Reise, auf der du bist. Und diese Reise in Richtung Wunschpartner, die scheint Fahrt aufzunehmen. Ich hatte ja gestern das Deck hochgeladen, das große Deck. Gibt es nochmal, ja, ein Zurück, kommt nochmal was auf dich zu in Sachen Wunschpartner. Ist ganz schön geworden. Dann hatte ich ja auch das große Deck die Tage gemacht, wie man den Wunschpartner in der aktuellen Energie ein bisschen anziehen kann. Das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Auf jeden Fall kommen da positive Dinge in Bewegung. Ja, also schaut gut aus. In der Partnerschaft auch, dass man ja miteinander eine Reise macht, eine positive Reise. Du und dein Partner, ja, auf den Träumen, den Sehnsüchten, den Zielen unterwegs. Also da haben wir am Samstag schon eine schöne Energie. Na, die sollten wir auch nutzen. Besonders wenn es natürlich jetzt auch um den Wunschpartner geht, dass man sagt, wenn da schon der Reiter und das Schiff liegt, die positiven, der positive Aufbruch und die Träume, die Sehnsüchte, Bäume, dann sollte man das auch auf jeden Fall mal wahrnehmen. Also eine schöne Energie auch für die Liebe. Und wir machen jetzt mal weiter. Wohin denn eigentlich jetzt mit unserem ganzen Geld? Na, da wollen wir mal schauen. Ich mische, ihr schaut mir dabei zu. Dann zeige ich es euch gleich. Was ist am Samstag mit unserem Geld los? Oh, ho, ho, ho. Da liegst ja du. Und wenn du als Mann so siehst, sieh dich bitte auch als Mann. Das ist jetzt rein nur eine Personenkarte. Ja, die Fische. Super, das ist ja die Geldkarte. Also du grinst ja da schon so freudig erregt neben dir die Fische für das Geld. Also am Samstag ist eigentlich ein guter Tag, wo man sagen kann, da könnte irgendwoher Geld reinkommen. Oder es könnte jetzt was passieren, was mit Geld zu tun hat. Natürlich jetzt auch im Job. Vielleicht kriegst du eine Möglichkeit, vielleicht hast du eine Idee, beruflich oder direkt finanziell, wie du dich besser darstellen kannst, hinstellen kannst, besser dastehen kannst. Da schaut es auf jeden Fall mal gut aus. So, achte da mal auf deine Zeichen, was die Finanzen angehen. Das Geld liegt am Samstag ganz nah an dir dran. Also sperr mal die Augen und die Ohren auf, was da so passiert um dich herum, weil da riecht's ja schon förmlich nach Geld. Also da müsst ihr mal gucken, was da passiert. Ich schau auch mal. Okay, ja, und jetzt wollen wir natürlich noch um eine Botschaft aus der geistigen Welt bitten für den schönen Samstag. Ich bin gespannt. Oh, da sehe ich schon eine schöne Karte. Ja. So, was haben wir denn da? Das sind drei Karten, aber das ist ja wurscht. Die nehmen wir halt auch. So, da haben wir zum einen, ja, die Botschaft aus der geistigen Welt. Der Hund, der Brief, das Buch. Das heißt hier Treue, Loyalität, Zugehörigkeitsgefühl, der Brief, die Kommunikation, das Buch. Also, das sagt mir jetzt den Impuls, bekomme ich, oder andere Kartenleger sagen, ich bekomme gerade rein. Hier handelt es sich darum, dass du dich vielleicht mal mit Menschen, mit denen du eine lange gemeinsame Geschichte hast, denen du so ein bisschen treu verbunden bist, mal wieder in die Kommunikation gehen kannst. Auf Deutsch, melde dich mal wieder bei einem alten Freund. Ne, bei einem Menschen, den du in deinem Leben hast, den du schätzt, wo du weißt, das ist ein Kerl, das ist eine gute Freundin, da melde ich mich auf jeden Fall gern mal wieder. Die habe ich vielleicht so ein bisschen vernachlässigt oder sie oder er hat dich auch, ja, also das ist ja immer, kommt ja immer, also er oder sie, beide müssen sich melden. Aber wenn das ein bisschen eingeschlafen ist, dann ist da vielleicht ein ganz guter Tag, wo man sagen kann, ich melde mich mal wieder bei einem alten Freund. Na, also das ist eine schöne, schöne Botschaft. Schreib dem mal jemanden, mit dem du eine gemeinsame Geschichte hast, mit dem du vielleicht viel erlebt hast früher, eine riesen Gaudi hattest. Na, ach, da fallen mir gleich mehrere ein, wo ich mich eigentlich mal melden könnte. Sind ja alle quer durch Deutschland verstreut, verheiratet und was ich was noch. Aber ja, das werde ich vielleicht sogar mal machen. Na?
So, wie schön, meine Lieben, das ist ja eigentlich eine ganz tolle Legung geworden. Wir haben hier noch die Unterseite des Decks, das sind die Lilien gefallen. Klar, Harmonie, Wachstum, Schönheit, also da auch eine tolle Karte. Und wir wollen am Ende, um das Ganze abzurunden, natürlich jetzt noch eine Karte aus dem Eulen-Glückseligkeits-Orakelkartendeck ziehen. Und ich mische auch schon. Da wollen wir mal reinschauen, was es da so gibt. Was sagt uns dieses Orakel? Orakel, Orakel, Orakel. Und da kommt es auch schon. Achtung. Festhalten heißt verlieren. Loslassen heißt behalten. Wenn du wirklich bereit bist zu fühlen, es kommt oder es kommt nicht, dann kommt es. Ja, das ist so ein bisschen was. Du weißt erst, ob es dir gehört, wenn du es losgelassen hast. Ja, diesen Spruch kennt ihr vielleicht. Also zu sehr klammern, zu sehr an was festzuhalten, krampfhaft an etwas festzuhalten. Da wirst du nie erfahren, gehört die oder der eigentlich fest zu mir. Daher ist dieses Sprichwort eigentlich ganz gut, wenn man sagt, du weißt erst, ob dir etwas gehört, wenn du es losgelassen hast und es kommt zurück, dann gehört es dir. Wenn nicht, war es nie deins. Also das ist eine schöne Karte aus dem Eulen-Glückseligkeits-Orakel-Kartendeck. Da sollten wir uns vielleicht mal alle so ein bisschen drauf besinnen, zu gucken, ja, was ist denn eigentlich noch da? Was bleibt mir denn, wenn ich mich an nichts mehr klammere, an keinen klammere? Wer bleibt da? Weil der gehört dann wirklich zu dir und zu deinem Leben. Na, also das ist eine schöne Karte, gefällt mir ganz gut. Und ja, mit dieser schönen Orakelkarte verabschiede ich mich jetzt auch schon wieder. Morgen gibt es ja dann wieder das Samstagsorakel. Ach Quatsch, ich mache einfach morgen mal die Spiegellegung Liebe. Das wäre doch mal was. Hatte ich die Woche noch gar nicht gemacht. Siehst du, fällt mir ein. Mein Bestseller, der ist mir hinten runtergefallen die Woche. Das mache ich dann für morgen. Ich wünsche euch heute auf jeden Fall nochmal einen ganz, ganz tollen Freitag. Bleibt gesund, bleibt frisch, seid lieb zueinander. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir natürlich gerne mit einem Daumen rauf und schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare rein, wie es euch gefallen hat, wie es euch so geht, wie ist eure Stimmung momentan so, was bringen die Tage? Seid ihr, ja, seid ihr fresh im Kopf und schaut euch die positiven Seiten an? Oder merkt ihr vielleicht auch, dass der Herbst jetzt so ein bisschen, ja, der sogenannte Herbstblues da ist, ja, wo man so ein bisschen betrübt und melancholisch wird, wo es schwierig ist, sich vielleicht so ein bisschen ja, aufrecht zu erhalten in Sachen Stimmung? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Danke für die Tipps, wie der Uhu macht, was für ein Geräusch macht der Uhu, ne? Der Uhut. Danke dafür für die netten Kommentare. Und ja, dann bleibt gesund, bleibt frisch, seid lieb zueinander und wir hören uns ja dann beim nächsten Video.